Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir machen uns mal auf den Weg in Richtung Xardas, beziehungsweise hoffen wir mal, dass wir ihn finden. Suchen wir den mal. Ich bin nur ein bisschen auch enttäuscht, dass die Templer mir in der letzten Folge, in der gestrigen Folge, hier den Drake getötet haben. Aus den... ja... vom alten Lager in der alten Mine. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ja, das nimmt mich immer noch mit, muss ich ehrlich sagen. So, nein, nicht runterfallen. War ich nicht schnell genug, die Maus wieder anzufassen. Bitte nicht zitieren. Ja. So. Dann wollen wir hier mal runter. Jo, die Barriere sieht aber heftig jetzt aus, gerade. Ich habe hier noch keine Mods drin. In dem Spiel. Das ist immer noch alles Vanilla. Aber das sah schon gerade geil aus. Mit Mods spielen wir vielleicht im zweiten oder dritten Durchlauf. Weiß ich nicht. Ich mache mich da auf jeden Fall schlau, was es da für Mods gibt. Wie geil das dann aussehen könnte. Obwohl, warte mal. Hier geht es ja zur Mine, oder? Zur neuen Mine. Die wurde ja überfallen. Gibt es da Leute, die ich jetzt kaputt hauen kann? In der Hoffnung, dass ich das auch überlebe. Ich weiß es nicht. Müssen wir uns mal ansehen. Das geht nicht zur neuen Mine. Ja, neue Mine hieß das. Das müsste doch auch dahin führen, oder? Nee, die führt gar nicht dahin, oder? Oder vielleicht doch? Müssen wir rausfinden. Wir waren aber schon mal hier entlang gelaufen. Ich habe bloß vergessen, wo es hinführt. Ah, hier. Hierhin führt's. Die Toten gibt's da unten aber, glaube ich, nicht mehr. Und da ist ja noch eine Höhle. Und da hinten müsste irgendwo ein Schattenläufer sein. Da, ein Schattenläufer. Ich will mal wissen, ob wir schon stark genug gegen den sind. Finden wir es mal heraus. Wir sind ja deutlich stärker geworden. Yo! Boah, nice. Die nehmen wir mal mit. Boah, wie geil. Wir können Schattenläufer abschlachten. Es gibt da noch irgendwo ein paar Schattenläufer. Lass mal dahin. Habe ich den jetzt nicht eingesammelt? Da hinten gab es aber noch ein paar Höllenpilze und so. Und Sklavenboote. Die müssen wir auch noch einsammeln. Hier ist Sklavenbrot. Und hier auch nochmal. Dann gab es hier noch ein paar Nachtschatten. Boah, aber wie geil. Wir können gegen die Dinger jetzt ankommen. So, wo geht's jetzt? Da geht's eigentlich zurück ins... in die Richtung altes Lager. Dann lass mal dahin, auf jeden Fall. So, vielleicht erstmal wieder was futtern.
Komm, den grünen Novizen gönnen wir uns. Wir müssen auch mal was rauchen. Bisschen was für die Entspannung tun. So. Dann essen wir mal das Brot und den Käse. So. Ein Käse haben wir noch. Rohes Käse fressen. Auch genial. Ah, okay. So, erstmal nur einen anlocken. Obwohl, die müssten eigentlich schon stark genug sein gegen zwei. Jo, gönnen wir uns. Der hat nichts. Komm, der nächste. Ja, komm. Komm, komm. Put, put, put. Looten können wir die nicht. Komm. Ja. Ich finde das super, wie wir einen nach dem anderen hier anlocken. So, Kruschpacht nehmen wir auch noch mit. So. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Leben füllen. Ach, das ist Mana, okay. Das ist Lebensenergie. Lebensenergie. So, die Wurzelsuppe gönnen wir uns auch noch. So, Srapis. Und das Sklavenbrot. So. Waren wir hier überhaupt schon mal? Oh, gleich zwei auf einmal. Mal gucken, ob wir das überstehen. Wie einfach sind jetzt Orks für uns, bitte schön. Hier, die Dinger kommen wir doch locker klar, oder? Genau, das sind die Orks. So. So, was können wir jetzt noch futtern? Komm, das Sklavenbrot. Nachtschatten. Das gibt Mana. Lebensenergie, der Apfel. So, das gibt Mana. Mana. Dann haben wir nur noch die hier. War auch schon sehr viel von. Ja, ist nur noch das gebratene Fleisch übrig. Für die Gesundheit. So. Gibt's hier unten sonst noch was? Ah, da ist das Tor. Genau, wir sind hier an dem Tor jetzt. Wo die uns immer von abgehalten hatten und gesagt hatten, hier, gib uns lieber vorher das Erz. So. Kommt her. Ah, okay, jetzt kommt. Jo, das sind aber schon ein paar viele Orkhunde. Jo. Jo, das ist doch ein bisschen viel.
doch schon ein bisschen viel hier. Okay, ganz schnell dann eher das hier. So. Ich hoffe, die da hinten sind noch geblieben, die ich jetzt abgeschlachtet habe. Nein, die sind weg. Das waren aber schon sehr viele von denen. So, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. So, der hier noch. Hier speichern. Was gibt's denn hier? Eine Höhle? Nee, eine kleine Lichtung. Ist hier denn jemand? Okay, nice. Bisschen was zu looten. 10 Erz nehmen wir auch mit. Keine Ahnung, wem diese Lichtung hier gehört. So. Hier oben gibt es aber auch nichts. Hier ist nichts und niemand. Oh, da oben gibt es auch noch weiter. Was gibt's denn hier? Hier ist niemand. Dann gehen wir mal wieder runter. Sehen wir mal zu, dass wir die 4 Orks da hinten fertig machen. Kann ich hier jetzt so runterspringen, ohne drauf zu gehen? Ja. Hier kriege ich keinen Schaden. So, jetzt vielleicht nochmal speichern. Wir haben ja ein bisschen gelootet. So. Alter, okay. Gegen alle auf einmal. Keine gute Idee. Das war keine gute Idee gegen alle auf einmal. Gegen 2 geht noch, aber gegen alle 4 lieber nicht. Ja. Das nehmen wir auch noch mit. Dann jetzt eben Lebensenergie. Kann ich noch ein bisschen drehen zur Not? Gucken, was die da machen. So, Lebensenergie. So, dann holen wir uns jetzt die letzten beiden. So, dann futtern wir noch ein bisschen Fleisch. Gab es da jetzt gerade irgendwo noch eine Möglichkeit, irgendwo Fleisch anzubraten? Wir haben ja ein bisschen Fleisch gesammelt. Wie spät ist es? 18.29 Uhr.
Okay, dann müssen wir uns jetzt mal auf die Suche nach Xardas machen. Der muss hier irgendwo ja sein. Vielleicht hier? Das Wasser da unten sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Das sind aber viele. Das sind sehr viele. Ja, wir gehen mal vielleicht woanders hin erstmal. Wir gehen erstmal woanders hin. Erstmal die loswerden. Das sind die Razor. Gegen die kommen wir noch nicht gut an. Jetzt rutschen wir hier erstmal runter, aber jetzt hänge ich hier fest. So, das dauert. Ah, jetzt. Ah, da haben wir einen Turm. Das müsste Xardas sein. Aber jetzt erstmal wieder runterrutschen. Ich gehe mal von aus, dass wir zu Xardas, dass wir hier entlang müssen. Kommen wir gegen die an? Sind wir schon stark genug? Wir haben keine Lernpunkte. Ja. Einer von. Dann nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie stark man gegen die Razor sein muss. Hier in der Höhle ist nichts. So, dann schauen wir uns mal den Weg hier an. So, gegen den kamen wir ja an. Irgendwie. Steingolem, okay. Wie kommt man gegen einen Steingolem an? Am besten, indem man an dem vorbeirennt. Dann noch ein Eisgolem. Jo, jetzt hänge ich hier fest. Jo. So, komm, ich will hier vorbei. Okay, so einfach komme ich gegen die nicht vorbei. An den. Habe ich einen Hammer? Ein Hammer soll ja gegen den helfen. Ich habe hier keinen Hammer. Nein. Alter. So, komm, ich will da hoch. Irgendwie muss es hier doch eine Möglichkeit geben, vorbeizukommen. Ich brauche wirklich wahrscheinlich einen Hammer. Gehe ich mal lieber wieder zurück. Ich richte dem nämlich gar keinen Schaden. Oder warte, vielleicht Magie? Mana-Kosten, Feuerball.
Telekinese. Eine Fleischwanze kann ich mich verwandeln. Ja. Ja, versuchen wir mal als Fleischwanze an denen vorbeizukommen. Ich glaube, nach Fleischwanze tun die mir dann nicht weh. Als Fleischwanze müsste ich sicher sein. Ist der sinnvollste Weg, den ich mir jetzt gerade vorstellen kann. Gehe ich mal von aus. Also der hat mich jetzt noch nicht im Visier. Und die Snap. Jetzt ernsthaft? Wie geil. Haut er mich als Fleischwanze kaputt. Ist keine gute Idee, hier entlang zu gehen. Und dabei müssen wir hier entlang. Gut, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht die Viecher schon mal klein machen können. Wir sind hier ja schließlich tief im Orkgebiet, das noch unerkundet ist. Einer wird mir schon reichen. Einer, nur einer. Ja, du. Du bist der Auserwählte. Einer. Ja, komm. Jo. Nächster. Komm. Ja. Okay, einzeln kommen wir noch gegen die an. Okay, der nächste. Und der hier auch noch. Okay, nice. Haben wir doch geschafft. So, jetzt eben schnell was futtern. Da gab es ja noch ein paar Razors. Die waren doch irgendwo hier unten. Da hinten, glaube ich. Ja, da. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Ja, knapp 3000. Bisschen weniger als 3000. Wir gehen mal vielleicht erstmal. Es wird langsam dunkel. Wir gehen erstmal vielleicht mal pennen. Wäre nie die. Wo hatten wir jetzt das Nachtlager gehabt? Nee, hier oben nicht. Hier unten auch nicht. Aber wir sind schon relativ weit eigentlich ins Orkgebiet schon eingedrungen, muss man sagen. Ich glaube, das Nachtlager war hier irgendwo. Oder? War es hier?
Hier war das. Da ist der Weg. Ah, perfekt. Hier sind wir. Kochen kann ich jetzt aber nicht. Okay. Und hier das Lager ist auch von niemandem bewohnt gerade. Zumindest. So, bis zum nächsten Morgen. Ne, es kam bisher noch keiner. Wie lange sind wir schon hier? 23 Tage, Ingame-Tage. So, dann schauen wir uns mal den Weg an. Da haben wir aber noch ein paar Pflänzchen, die wir einsammeln können. Heilkräuter. Und Orkblatt. Und da haben wir wieder die gefährliche Brücke. So. Das führt ja direkt ins Orkgebiet. Also, okay, das ist alles Orkgebiet. Ich meine aber in die Orkfestung. Ich würde aber sagen, da gehen wir hin, wenn wir nochmal deutlich stärker geworden sind. So, ein Raider nach dem anderen anlaufen. So, wer ist der Erste? Na, wer will als Erstes? Ja. Komm. Ja, der hat mich jetzt im Visier. Ein bisschen zurückgehen. Aber der folgt mir. Wer ist der Nächste? Der da. Sind schon aber auch ein paar viele Razer hier. Das war jetzt nicht so gut gelaufen. Aber egal, wir können jetzt mal das Mana, Lebensbonus, Mana, Lebensbonus. Ja, hier auch. Das auch. Mehr für Leben haben wir jetzt. Nichts außer Fleisch. Obwohl, wir könnten auch mal das alles hier einsammeln. So, da ist der Nächste. Vielleicht vorher so. Mag sein, dass er uns jetzt im Visier hat, aber egal. Wir... Okay. Den habe ich aber nicht da drinnen gesehen. Gibt's hier noch mehr? Ne. Nicht noch mehr Razer. Aber hier ist offen. Und nochmal Patronen.
wo nichts drin ist. Was mit der? Hier ist aber dafür was drin. Okay, gut. Bevor wir hier aber wieder alles vollbluten, machen wir... So, was machen wir? Mana, Mana, Mana. Leben, Mana. Das. Das können wir fressen. So, das können wir auch fressen. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.